Ich bin als Heilerin tätig und bin Künstlerin und Malerin. Und ich habe eine Ausbildung als Heilerin in russischer Volksheilkunde. Und die Russen sind ja sehr verbunden in der orthodoxen Kirche. Das heißt, sind auch den Ikonen sehr verbunden und haben ein großes Gefühl für Ikonen. Und in der russischen Volksheilkunde wird auch geheilt über Ikonen. Also Ikonen werden als Heilbilder, als Energiebilder, als persönliche Bilder genommen. In einer Ikone steckt viel von der Persönlichkeit. Also ich male, ich bete. Das ist Ikonenmalen ist, Ikonenschreiben ist wie Gebet. Also und für mich sehr stark. Ich gehe in die Stille, ich gehe ins Gebet, ich bete viel. Ich merke, der Heilige, der Christus, die Maria, das sind Energien, die kommen dann wirklich und die sind präsent. Und die Liebe dieser Heiligen ist präsent und das fließt ein. Also es fließt ein ins Gebet, das fließt ein in die Ikone und kriegt einfach eine bestimmte Energie. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass die Ikonenmalerei, die ich betreibe, der ganz, ganz klassischen Ikonenmalerei entspricht. Also die allerersten Ikonen sind in Enkaustiktechnik, das heißt in warmem Wachs mit Pigmenten gemalt worden. Das ist die ganz, ganz ursprüngliche Technik. Aber man hat sehr früh angefangen, einfach aufgrund der Materialien, die vorhanden waren, Ikonen zu malen, ganz klassisch mit Eye-Tempera und mit Farbpigmenten. Und das ist genau die Technik, die ich auch heute anwende. Also die auch sehr faszinierend ist, weil sie eine sehr große Tiefe gibt. Also von daher, es gibt fast keinen Unterschied also zu der klassischen Ikonenmalerei. Ich male ganz klassisch Ikonen, so wie man das auch vor 500 Jahren gemacht hat. Aber ich male auch zunehmend auf anderen Unterlagen, sei es, dass es Steine sind. Besonders gerne male ich auf Strandgut, das ich gefunden habe am Meer, das ich suche, das mir immer wieder begegnet und wo ich manchmal schon feststelle, da springt mir schon ein Gesicht entgegen. Das ist ganz schön, das schon zu sehen. Ikonen bestellen, hat das verschiedene Gründe. Also ich habe zum Beispiel Kunden, die sehr verbunden sind, die sehr verwurzelt sind in ihrem christlichen Glauben. Ich habe Kunden, die aber auch sehr verbunden sind dem orthodoxen Glauben, die also Russlandreisen hinter sich haben, die Verwurzelung ihrer Familie dort haben und von daher Ikonen sehr verbunden sind. Aber auch die Motivation, zum Beispiel einen Schutzengel im Haus zu haben, einen Erzengel Michael als Schutzheiligen, Schutzengel zu Hause zu haben, ist eine hohe Motivation. Eine weitere Motivation ist, eine Liebesenergie von der Gottesmutter Maria zu haben oder auch die Christusenergie, mit der Christusenergie zu arbeiten und zu Hause einen kleinen Altar zu haben. Das ist für viele eine große Motivation, wo sie sich ins Gebet vertiefen können, im Gebet versinken können, so einen Platz der Ruhe und der Meditation haben und zu sich finden, so in der Hektik des Alltags heute, genießen einfach viele einen Platz zu haben, wo sie einfach bei sich sein können. Und die Motivation ist natürlich auch diese Tradition, diese Energie an ihre Kinder weiterzugeben, in ihrer eigenen Familie zu leben und so Tradition zu bewahren und Familienstrukturen weiterzugeben, die sehr positiv aufgenommen werden.